Hey Leute, was geht ab? Anime Drip hier. Ich hoffe, es geht euch ganz soweit sehr gut. In diesem Video geht es, wie ihr auch schon in der Überschrift erkennen könnt, um die Frage, was wäre, wenn Orochimaru der vierte Hokage gewesen wäre statt Minato? Eine ziemlich gute und interessante Frage, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Denn ich denke, diese Frage wird den ein oder anderen von euch sehr interessieren. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Abonniert gerne diesen Kanal für mehr solcher Videos und viel Spaß jetzt mit dem Video. Wie ihr wisst, war Orochimaru zu einem bestimmten Zeitpunkt der Story ein Kandidat für den Posten des vierten Hokage. Letzten Endes wurde es Minato und Hirosen war einer der Hauptgründe, weswegen Orochimaru nicht der vierte Hokage wurde. Einer dieser Gründe war gewesen, dass halt einfach Hirosen wirklich gemerkt hat, dass mit Orochimaru etwas nicht stimmt. Er wurde immer bösartiger, weswegen er gesagt hat, okay, lieber wirst du Hokage, Minato. Wie wir alle wissen, hat Orochimaru später mit Menschen experimentiert und das waren die eigenen Bewohner aus Konoha gewesen. Wenn ich mich recht entsinne, war es so gewesen, dass Orochimaru Menschen aus Konoha entführen ließ und sie sogar für seine eigenen Zwecke nutzte. So forschte er unter anderem an dem Fluchmal und an der Unsterblichkeit. Letzteres war auch sein großes Ziel gewesen, daher ging er wortwörtlich über Leichen. Daher habe auch der dritte Hokage seinen damaligen Schüler nicht als Hokage genannt. Er merkte einfach, dass Orochimaru immer bösartiger wurde. Dies wurde später ab dem Moment bewusst gewesen, als er wirklich Orochimaru dabei erwischt hat, wie er einfach Menschen experimentierte. Hier flüchtete Orochimaru aus Konoha und Hirosen konnte nicht gegen seinen alten Schüler kämpfen. Man kann davon ausgehen, dass er sogar diesen Kampf gewonnen hätte, da er einfach noch viel, viel jünger war. Dennoch wollte er einfach nicht dagegen kämpfen, weil er einfach ein ungutes Gefühl dabei hatte. Er wollte einfach nicht gegen seinen alten Schüler kämpfen. So schloss er sich Akatsuki an, das war sogar noch vor Naruto Classic gewesen, also bevor die Serie wirklich angefangen hat. Er wollte auch das Sharingan von Itachi stehlen, was ihn einfach misslang. Itachi war einfach viel zu stark. In diesem Was wäre wenn gehen wir einfach davon aus, dass Orochimaru nicht erwischt wird. Der dritte Hokage nach wie vor seine Zweifel, aber er nennt trotzdem seinen alten Schüler als vierten Hokagen. Orochimaru freut sich natürlich, aber auch Danzo tanzt Salsa in seinem Gehirn. So wird Minato nicht zum vierten Hokage ändern, sondern Orochimaru. Minato nimmt das hin und akzeptiert das Ganze. Er wäre natürlich sehr gerne Hokage geworden, aber wenn es Orochimaru ist, dann ist es für ihn auch gar kein Problem. Während der Amtszeit des vierten Hokage ist dennoch der Kyubin Kushina versiegelt und diesen gilt es zu beschützen. Danzo ist mehr oder weniger die rechte Hand von Orochimaru und berät ihn immer wieder. So sagt er auch, dass man ein genaueres Augenmerk auf Kushina richten soll, da der Kyubi jederzeit aus ihr ausbrechen kann. Orochimaru lacht hämisch und sagt, dass er gerne den Kyubi ausbrechen sehen will, doch auch er weiß von der Gefahr, die von Kyubi ausgeht. Jiraiya ist ebenfalls noch ein Teil des Dorfes und meiner Story hat er nicht gegen Orochimaru gekämpft und ihn aufgehalten, denn Orochimaru ist niemals geflüchtet. So geht auch das Gerücht um die Runde, dass Kushina schwanger wird. Hirosen als Orochimaru besprechen die weiteren Schritte zum Schutz des Dorfes. Es geht natürlich darum, das Dorf zu beschützen, aber auch Kushina. Hier sollte Konoha eine Schutzbarriere einrichten, damit die Geburt des Kindes von Kushina vonstatten geht und alles reibungslos abläuft. So war es aber auch gewesen, dass der maskierte Mann auftaucht und die Ambus als auch Hirosens Frau einfach umbringt. So entführte er Kushina, während Minato seinen Sohn vor der Attacke des maskierten Mannes retten konnte. So löste er das Siegel in Kushina und machte aus dem Kyubi seinen vertrauten Geist, den er einfach dann aus dem Dorf heraus beschwört. Dieser richtet natürlich großen Schaden an, während Hirosen und seine Ambus sich unverzüglich auf den Weg machen, um gegen diesen Typen zu kämpfen. Minato hingegen rettete seine Frau und lag sie in das Bett neben Naruto. Er macht sich auf den Weg, um sich dem maskierten Mann zu stellen. Hier stellt er sich zunächst in Kyubi und teleportiert eine Bijudama weg, bis dann der maskierte Mann auftaucht und ihn versucht wegzuteleportieren. Er hatte es beinahe geschafft, doch dann griffen ihn Schlangen an und unterbrachen das Kanbi. Nun stehen Minato und Orochimaru auf den Köpfen der vier Hokage und stellen sich einen übermächtigen Gegner. Minato bedankt sich bei Orochimaru. Er gab zu, dass er nicht damit gerechnet habe, dass Orochimaru ihn jemals retten würde. Orochimaru lachte hämisch. Er würde nicht wollen, dass Konoha seinen stärksten Ninja verliert. So bittet Minato, dass Orochimaru ihn nicht folgt und teleportiert sich einfach weg. Der maskierte Mann folgt ihm einfach. Zuvor gab Orochimaru Minato mit, dass er gemeinsam mit seinem alten Sensei den Kyubi bekämpfen wird. Er hat einige Tricks auf Lager, aber das ist nicht der Hauptgrund. Er möchte etwas vom Kyubi haben und das ist das Kyubi-Chakra. Über all die Jahre ist er auf die Geheimnisse des Riku des Sennen aufmerksam geworden und diesen gilt es nun zu erforschen. So möchte er die DNA von Kyubi entnehmen und darin forschen. Während Minato den Maskettenmann besiegte, so hatten Hirosen und Orochimaru große Schwierigkeiten gegen den Kyubi. Mithilfe seiner Rashomon-Tore konnte er sogar eine Bijudama weiterleiten und das Dorf schützen. Aber dafür hätte er mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderes Land geschadet. Doch das ist ihm erstmal egal. Er will an die DNA des Kyubi gelangen. So kehrte Minato wieder zurück und nun bekämpften sie zu dritt den Kyubi. Hier war es so, dass Hirosen mithilfe von Emma Kurama weit weg vom Dorf stoßen konnte. Während die drei den Kyubi bekämpften, wartete Orochimaru auf den perfekten Moment, um an die DNA von Kurama zu kommen. Hirosen merkte, dass Orochimaru hier etwas in Schilde führt. Aber momentan ist er auf den Kyubi fokussiert. Er würde später dieses Problem angehen. Kushina war ebenfalls auf dem Schlachtfeld gewesen. So aktivierte sie das Chikifujin, um das Kurama-Chakra in zwei Hälften zu teilen. Die eine Hälfte gab sie ihrem Sohn und die andere Hälfte halt ihrem Mann. So ist es auch gewesen, dass Kushina verstarb. Orochimaru konnte sogar auf einen kleinen Teil des Kyubi-Chakras zugreifen, was sie sicherlich erfreut. Minato hingegen hat eine ganze Hälfte des Kyubis in sich versiegelt bekommen, was einfach nur heißt, dass er gemeinsam mit seinem Sohn der neue Jinchuriki des Kyubis ist. Orochimaru lachte hämisch, sodass das gar keiner mitbekommen hat.
Wenn es stimmt, was in den alten Schriftrollen steht, dann braucht er neben das Chakra des Kyubi auch das Chakra der anderen 8 Bijus. Doch es stellt sich die Frage, wie soll er eigentlich an das Chakra rankommen? Er weiß es nicht so ganz genau. Soll er sie direkt angreifen? Soll er einen Krieg erklären? Das wisst er noch nicht. Jedoch wird ihm später noch eine Lösung einfallen. Hier vergingen 2 Jahre und Orochimaru ist weiter in der Hokage des Dorfes. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der Story, als Orochimaru frisch von Hirosen erwischt wurde, wie an Leichen rum experimentiert. Er ist zwar Hokage, aber dennoch von seinem Ziel der Unsterblichkeit besessen. So flüchtet er diesmal nicht vor dem Dorf, sondern kämpft direkt gegen sein Sensei und erscheint diesen Kampf zu gewinnen. Doch dann taucht Minato auf und konnte den Tod von Hirosen verhindern. So war es gewesen, dass Orochimaru hier anfing zu flüchten. Bevor Orochimaru ging, zeigte er einen Teil seiner neuen Kraft. Er sah dem Riku des Silent Sea ziemlich ähnlich. Er hat es geschafft, an die DNA jedes einzelnen Bijus zu kommen. Sein Ziel ist die Unsterblichkeit und dieses Ziel will er um jeden Preis erreichen. Minato und Hirosen sind schockiert, aber Minato lässt Orochimaru nicht gehen. Orochimaru lacht hämisch und ist sich siegesicher. Wer möchte ihn denn noch bitter aufhalten? Es gibt einen und das ist Minato selbst. Dieser ging auch in seine neue Form über, das ist der Kyubi-Mode gewesen. Hier ging er auf Orochimaru zu und teleportiert ihn und sich aus dem Versteck von Orochimaru weg, sodass diese in Ruhe miteinander kämpfen können. Orochimaru ist schockiert von der Schnelligkeit von Minato. Das wird aber ein kurzer Kampf, denkt sich Orochimaru. Minato hat zwar die Hälfte des Kyubis in sich versiegelt, aber Orochimaru kann auf das Chakra alle 9 Bijus zurückgreifen. So versucht er Minato anzugreifen, doch Minato ist zu schnell. Orochimaru hat dies einkalkuliert und war kurz davor, Minato zu greifen. Er hat aber nicht bemerkt, dass Minato eine Markierung an seinem Körper hinterlassen hat. Daher griff er ihn mit seinem Rasengan an, welches mit Sage Mode verstärkt war. Orochimaru schreit laut vor Schmerz, aber das ist nicht alles. Minato formt sein Handzeichen und versiegelt Orochimaru. So konnte Minato das Dorf wieder einmal schützen. Hirosen bedankte sich bei Minato, dass er Orochimaru bezwingen konnte. Alleine wäre er dazu niemals imstande gewesen. So möchte er sich dafür entschuldigen, dass er nicht Minato zum 4. Hokage genannt hat und möchte dies nun nachholen. Minato lehnt aber dankend ab. Er möchte mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen und das wäre unmöglich, wenn er Hokage wäre. Falls weitere Gefahren auftauchen sollten, dann werde er für das Dorf da sein. Hirosen verstand das natürlich und so war es gewesen, dass er nun der neue Hokage war. Doch die Gefahren lauern weiterhin. Es gibt noch den maskierten Mann. Dazu macht das Gerücht die Runde, dass es eine Gruppierung gibt, die hinter den Bijus her ist. Sowohl Minato als auch sein Sohn sind ein Ziel für diese Gruppierung. Dies weiß natürlich auch das Dorf Konoha, aber bis dahin ist es einfach an der Zeit, Ruhe zu bewahren, zu trainieren und einfach Spaß am Leben zu haben. So verbrachte Minato viel Zeit mit seinem Sohn und trainierte ihn selbst in seinen jungen Jahren. Auch Jiraiya schaute hin und wieder vorbei und brachte den beiden ein Eis. Dazu fand auch das Uchiha-Massaker niemals statt. Minato hatte entscheidend eingegriffen. Er wusste ganz genau, dass die Uchihas nichts mit dieser Tat zu tun hatten. So verbrachte Sasuke sehr viel Zeit mit seiner Familie und auch sein Bruder war für ihn da. Natürlich aber nur, wenn er nicht auf einer Mission war. Alle schienen sehr friedlich zu sein in Konoha. Nur ist die Frage, wie lange der Frieden diesmal anhält. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viele hätten bestimmt in diesem Video erwartet, dass Orochimaru gemeinsame Sache mit Danzo macht. Heißt, dass er das Dorf tyrannisiert und ja, einfach nur missbaut. Ich wollte euch dennoch mal was anderes erzählen. Da ist noch eine Frage, Leute. Hat euch das Video überhaupt gefallen? Wenn ja, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Ansonsten abonniert doch gerne diesen Kanal. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne Kanalmitglied werden. Kommt auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei, wenn ihr euch mit mir oder auch anderen aus der Community einfach austauschen wollt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt auch den Thumbnail-Ersteller des Videos ab. Er macht sehr coole Edits und hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Links zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich für euren Support und bis zum nächsten Mal.